Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors 2. Ja, bevor ich eigentlich einsteige, will ich euch mal einen ganz witzigen Angriff zeigen, den mir heute widerfahren ist im Laufe des Tages. Also, ich teile einfach mal die Wiederholung. Die Base ist jetzt nicht wirklich gut. Guck nicht auf den Lot, guck nicht auf meine Armee. Ich habe nur das Event hier gespielt. Das heißt, ich musste letztendlich ja irgendwie 8 Riesen hier setzen und habe immer eigentlich ein paar Hogs am Start und die Hogs waren hier, ja, sie waren auch nicht wirklich, wirklich gut, aber sie waren witzig. Sie waren witzig, muss ich sagen. Und die Base hier ist natürlich jetzt auch nicht, ist keine Super Base, aber ist natürlich ein gefundenes Fressen, um hier einfach zu gewinnen. Mehr wollte ich gar nicht. Lediglich ein Gewinn für das Event der Riesen, also Riesensprung-Event. Da wir als R8 keinen Sprung haben, nutzen wir also hier reichlich Heilzauber und noch geht das ganz gut durch hier, ganz behende mit den Riesen. Jetzt kommen hier meine Clanburg Hockrider noch mit dazu. Und oben ist der King eigentlich gut am Start. Jetzt kommen noch ein paar Skelette dabei. Die habe ich aber dann mit einem Giftzauber versehen, dass die mir nicht die ganze Zeit hinterher hüppeln. Und so ist schon mal hier oben jetzt alles geklärt. Ich mache das mal eben einen schneller. So, das ist jetzt der... Das ist jetzt noch der Bogenschützenturm gewesen und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr. Jetzt muss ich wieder ein bisschen langsamer werden. Und zwar kommen die ja jetzt gleich in die Situation, wo sie den King letztendlich machen müssen, denn der erledigt unten einen Magier nach dem nächsten von mir, was natürlich schade ist. Aber jetzt kommen hier die Hockrider und jetzt guckt mal genau hin. Die können nämlich richtig schön über Mauern springen und nicht nur über Mauern, sondern auch Richtung King und wieder zurück und Richtung King. Also erstmal das Lager, dann zum King hin und nein, oh, der King kann sich nicht entscheiden, wo will er denn eigentlich hin? Und so springen die hier ein paar Mal über die Mauer und erwischen den King aber letztendlich doch. Und dann war das ja auch ein gelungener 3-Sterne. Den wollte ich euch mal nicht vorenthalten, fand ich ganz witzig. Habe ich auch beim zweiten Mal hingucken erst gesehen. Aber wir wollen hier mal in das Miner-Drama reinschauen. Denn wir haben unseren letzten CK, er ist jetzt endlich zu Ende. Man muss es sagen, endlich zu Ende. Denn wir haben 71-74 verloren. Der Clankrieg hat ja gestern im Stream hier begonnen. Und ihr seht das, wir haben hier nur einen einzigen Stern gelassen. Beziehungsweise bei uns ist noch ein Stern offen. Beim Feind leider mehrere Sterne. Und die hätten wir sicherlich, ja, vielleicht hätten wir sie packen können. Denn aus unserem Team sind etliche ausgestiegen. Ich weiß auch nicht warum. Der Tom Otis Papen-F ist jetzt schon wieder clanlos. Also der war in einem anderen Clan. Ist jetzt auch schon wieder clanlos, also so ein Jumper vorm Herrn. Dann haben wir den Ottos, Ostos heißt es. Der ist jetzt tatsächlich schon länger in Kampfmaschinen. Ich weiß nicht, warum er uns verlassen hat. Vielleicht haben wir eine Sekunde lang nicht schnell genug gespendet. Kommt ja auch mal vor. Und den muss man leider entlassen hier, den LP mit Kaola. Der hat auch nicht angegriffen. Oh, die nächste Suche geht schon los. Danke, dass man mir da hier so reingreift. Mist. Also unsere Serie ist ein bisschen gebrochen und ich kann euch mal einen Angriff vom Gegner zeigen. Dann wisst ihr ungefähr, wo die Reise hingeht. Jetzt muss ich mal eben schauen. Denn ich glaube, es ist der Elfer hier. Eigentlich ist das ja eine Frechheit. Es ist eine Unverschämtheit, so einen Account überhaupt zu haben. Also letztendlich müsste man sich schämen, mit so einem Mist hier aufzutreten. Aber der Gegner hat hier im oberen Bereich komplett nur so angegriffen. Ich meine, du kannst auch nur so angreifen, wenn du so schlechte Helden hast wie die Leute hier und reine CW-Accounts haben. Also 11 auf 2 ist letztendlich irgendwo im RH9-Bereich angesiedelt. Der Elva war ja auch, hat auch eine nette Base, aber die werden natürlich immer gedreiert. Aber sie können hier nach wie vor relativ hoch angreifen und der kann natürlich mit seiner billigen Queen hier nichts anderes machen. Kriegt den Drachen gerade noch so kaputt und den Loon auch, also selbst das fällt den Leuten hier schon schwer. Na, lässt er noch einmal fallen? Ne, lässt nicht noch mal fallen, aber ihr seht das selber, die Queen fast nicht überlebt. Und dann kommt hier noch ein Babydrachen mit raus, jetzt kommt der Warden, der ist nicht mal zündbar. Warum habe ich einen Warden? Er hat die paar HP, die der letztendlich den Truppen mehr mitbringt. Ich meine, wenn der stirbt, dann stirbt er. Ja, und da hinten ist er immer so richtig blöde aufgehoben. Ich weiß gar nicht, warum der Gegner den nicht mit
in seine wenigstens mit zu den Minern geschickt hat, denn die schützen den ja eigentlich ganz gut, aber der hat sich hier gedacht, ich mach mal hier so ein bisschen die Ecken. Ja, und so hat sich das hier leider rauskristallisiert, dass wir hier gegen diese Minerflut einfach verloren haben. Die kannst du nie aufhalten und so sind alle unsere Bases hier oben, fast alle, bis auf unsere erste Base gedreiert worden. Also wirklich die allerbilligste Masche. CB irgendwie irgendwo locken mit irgendwas. Und ihr habt das ja gesehen, die verbraten selbst 6 Hocks einfach nur zum Locken, weil es reicht. Und nehmen dann hier ihre Dreier Miner und rauschen hier durch die Bases durch. Wie gesagt, das eigentlich ist unverschämt. Und nach wie vor, ich will mir das gar nicht mehr mit angucken, nach wie vor kriegt Supercell das nicht auf die Fahne. Also hier oben waren es letztendlich dann 11, 11. Ich glaube, mich hat hier der 15 gemacht. Und die oben konnten auch mal ein bisschen angreifen. Ja, konnte man gar nicht. Hier der 13er, ja, auch so einer. Also es war wieder doof. Und wir haben das Ganze nicht ganz kompensieren können. Einige Angriffe haben wir ja gestern schon gesehen, deswegen gucke ich mal, ob ich noch einen finde, den wir noch nicht gesehen haben gestern. Ich denke mal, da ist sicherlich noch einiges dabei, da ich ein bisschen entnervt aufgeben musste mit meinem Stream. Und deswegen haben wir hier sicherlich nicht alles sehen können. Ich habe ja auch einen blöden Angriff dann hingelegt. Was willst du machen? Aber ich kann euch sagen, der Clan, wo ich mit Avatar bin, also Blutspur, hat sein CK gegen eine Engineering-Truppe mal wieder gewonnen. Wenn auch sehr knapp, 55-54. Also da ist das Ganze nochmal positiv ausgegangen zugunsten von Blutspur. Also Glückwunsch nochmal und noch ein CW, denke ich mal. Und der Clan ist Level 16, denn es fehlen, glaube ich, noch 400 oder, nee, noch nicht mal. Ich glaube, es fehlen knapp 200, ich weiß es gar nicht, 200 CK-Punkte oder so, also noch ein 25er CK hingelegt mit einem Win oder vielleicht einen größeren, selbst mit einem Verlust. Und dann sind die Clan Level 16. Aber hier schöner Angriff vom King Rage Mode mit einem Gohok im Rathaus 8 Bereich. Und ja, schönes Ding hier, aber wie gesagt, eigentlich hat mich hat's mal wieder ein bisschen geärgert, dass wir dem. Ja, wir konnten den nicht wirklich was widersetzen. Ich hatte erst gedacht, naja, vielleicht haben wir Glück und der Gegner kann oben nichts. War nicht unbedingt so, denn die unteren haben ja die oberen gemacht. Also muss das hinnehmen. Und Supercell kriegt das immer noch nicht in Griff hier. Ich muss mal eben schauen. Lukas. Wir haben ja gestern schon einige gesehen hier. Und Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es eigentlich war. Der Fabi hier mit dem Golaloon, auch schönes Ding. Das mag ich natürlich ganz besonders. Und mal gucken, wie er sich hier schlägt. Ah, er geht gleich mit dem Sprung rein, gar nicht mit Mauerbrechern. Kann man auch machen. Dann hast du natürlich so den einen oder anderen Loon mehr. Und sparst dir die Mauerbrecher. Die fressen ja auch immerhin 2 Platz. Und wenn du dann 5, 6 Stück mitnimmst, dann hast du ja auch 10, 12 Platz verbraten. Also 2 Loons sind es dann schon, wenn du 5 Mauerbrecher weglässt. Um hier nur mit dem Sprung erstmal ein bisschen in die Base reinzukommen, um irgendwie eine Luftabwehrfeger, die Clanburg und vielleicht die gegnerische Queen schaffst. Das hat er an der Stelle jetzt auch schon gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Der Golem schnappt sich jetzt hier oben die Luftabwehr mit der Queen. Die Queen kriegt jetzt natürlich reichlich Beschuss. Kann jetzt aber gezündet werden und packt jetzt auch den X-Bogen. Super, super gemacht. Und jetzt kommt von unten hier schön in den Rücken des Fegers eigentlich die ganzen Loons. Die werden nicht weggepustet. Das ist immer, da hat man ja auch Sorge, wenn man dann irgendwo gegen die Feger ankämpfen muss. Aber unten war der eine Feger ja schon weg von der Queen. Und jetzt ist es nur noch punktueller Schaden für die beiden Bogenschützentürme hier. Also schönes Ding vom Fabi auf die Nummer 9. Auf den Naruto, so heißt er hier, der Clan Los Sin Mentes. Also genauso ausgelegt. Die haben jetzt eine 22er Serie und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die 22 Siege auch zusammenkriegen. Wenn sie nämlich auf solche Truppen wie uns treffen, die eigentlich, ja, ich nenne es mal Durchschnittskrieger sind. Also wir haben, ich glaube auch hier haben wir in diesem Clan im oberen Bereich nichts an Engineering drin. Ich weiß nicht, der Schulte, nee, Schulte ist auch kein Engineering, meine ich. Deswegen, ja, nach wie vor. Es gab ja auch nur vor Wochen
mal eine Info von Supercell, dass sie an etwas arbeiten, an irgendwas, an Update, aber dann kommt auch wieder lange überhaupt nichts. Ja, und je länger hier natürlich nichts kommt, desto unzufriedener sind die ganzen Leute, die immer noch gegen solche Sachen ankämpfen müssen. Das ist der, den ich gestern nicht gepackt habe mit meinem RH9. Ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, ich mache hier die Helden mit Valkyren und mache diese Base dann ausschließlich mit Hox. Das ist mir so richtig gar nicht gelungen. Das habt ihr vielleicht gesehen im Livestream. Ich habe das Video noch nicht live gestellt, weil ich noch etwas an dem Video bearbeiten muss. Denn ja, duseligerweise habe ich mal wieder Sound drin, der nicht erlaubt ist. Und der muss erstmal rausgeschnitten sein. Das macht YouTube, das dauert aber ellenlange. Manchmal klappt das nicht im ersten Anlauf und dann muss ich das nochmal starten. Das heißt also auf YouTube nochmal starten, nehmen den Song mal raus und die nehmen den Song dann ja raus letztendlich und schneiden das gesamte Video neu. Und das dauert natürlich immer fürchterlich lange, weil das zieht natürlich auch irgendwo Rechenzeit. Und die vielen, vielen Millionen Leute, die hier ihre Sachen zu YouTube hochladen, die verbrauchen die natürlich auch, aber der Baba Hüß hier macht das ganz gut. Ich hatte erst Sorge, dass er nicht angreift, aber er hat dann doch noch hier im zweiten Wurf die 5 gemacht. Hat auch gut gemacht, denke ich mal. Mit dem Gohok hätte ich mich eigentlich auch mit zu überreden lassen sollen, denn das war sicherlich die bessere Alternative, als ihn nur Hox zu nehmen und zu hoffen, dass ich irgendwo die Clanburg plus die Helden bekomme. Jetzt hat er nur noch einen Wutzauber. Jetzt haut er die Hawkrider hier nochmal so richtig wütend durch diese Base durch. Das ist aber nicht die Wut, die wir hier letztendlich jetzt hatten. Also alles ganz geschmeidig. Und ich habe heute unter meinem Kommentar gelesen, ja, ich bin jetzt nicht angenommen worden hier im Clan und ich hatte das im Video vorher schon gesagt. Ich bin hier nicht der Chef im Ring. Ja, also hier machen andere, schmeißen den Laden. Ich bin hier lediglich Vize und wenn ich dann mal online bin, dann ist es nicht unbedingt, dass ich hier Vize-Tätigkeiten nachkomme, um zu gucken, oh, da haben wir einen nicht genommen, einen meiner User. Kein nichts für. Entweder sahst du nicht gut aus, von der Base her, von Helden her, oder hast einfach den Standardspruch genommen, um hier reinzukommen. Ich meine, wenn man hier reinkommt, dann sollte man wenigstens schreiben, hallo, ich bin Heinz und bin 23 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg oder was auch immer. Ja, mit irgendwas kann man hier reinkommen, denn wenn man einfach nur den Standardspruch nimmt, ich will hier rein, dann lehnen wir sehr, sehr häufig ab, weil dann wissen wir gar nicht, was da kommt. Und wer dann hier nicht reinkommt, der darf sich nicht bei mir beschweren, sondern nehmt es hin. Es gibt auch noch mehr Clans oder es gibt auch noch mehr Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was will die Queen hier jetzt? Nein, die Queen will hier oben zu den... Das ist auch witzig, ne? Die macht jetzt erst die Mauern. Die will unbedingt die Skelette, die Luftfallen da haben. Auch nicht schlecht. Naja, so eine Queen geht ja auch immer komische Wege. Ja, und hier oben haben wir hier oben noch gut gekämpft. Hier der Schuld noch schön Dreier auf die Nummer 2 hier. Auf die Nummer 3 schuldig. 99% Pirata, Stern, Stern. Okay, kommt hier mit Bolan rein. Und ja, um nochmal auf die Kommentare zuzusprechen. Also, wie gesagt, wenn das hier in den Clans nichts wird, dann ist das nicht... Ist das nicht in meiner Verantwortung? So, die nehme ich jetzt einfach mal von mir und ihr könnt das weiter da reinschreiben und euch weiter auch ausholen. Das ist, ich lese das, aber ich beantworte das nicht, ja, weil ich gucke mir jetzt nicht die IDs an, wer kam denn hier nicht rein und warum haben wir wen entlassen? Wir haben auch jemanden entlassen, der hatte kein Internet. Ja, wir können es auch nicht riechen an der Stelle, ja, denn wenn du dich nicht melden kannst, weil du kein Internet hast, dann musst du es auch erstmal hinnehmen, dass wir dich kicken, weil wir natürlich gedacht haben, oh, der ist offline, der macht nichts mehr. Der greift nicht mehr an. Wir können auch nicht hell sehen. Und dann bewirbst du dich hier einfach wieder und dann kommst du rein. Schreibst einfach rein in die Bewerbung. Sorry, hatte kein Internet. Und dann sind wir sicherlich die Letzten, die dich eigentlich dann nicht mehr aufnehmen, wenn wir den genauen Grund nämlich nicht kennen. Dann müssen wir ja irgendwo handeln. Auch so fair gegenüber den anderen sein, wo wir ja immer sagen, macht... Übungsangriffe, wenn ihr noch Angriffe offen habt, um irgendwo im etwas höheren Bereich einfach einen Stern zu reißen für euch. Macht das für euch, übt einfach für euch, denn dann gar nicht anzugreifen, so nach dem Motto, ja, ich kann eh nichts mehr holen. Ich meine, ich habe heute Abend mit dem Barfuß auch nichts mehr holen können, aber habe trotzdem einfach einen Neuner gemacht, habe einen Stern geholt. Ist doch gut, ist doch in Ordnung für mich. Und ich habe geübt, aber letztendlich hat es natürlich nicht geholfen, gar keine Frage, aber
Ich hätte jetzt auch sagen können, nee, ich mache den Angriff nicht, kann eh nichts mehr holen. Barfuß, seine Lager sind eh alle voll, Bonus brauche ich nicht. Und aber ich habe einen CK-Stern dazugekriegt, also ist ja auch was, gibt ja auch einen Erfolg. Und deswegen kann man den ja auch mal verfolgen. Aber schön gemacht hier von Schulte, also eigentlich war es, wir hätten das Unentschieden packen können. Ist jetzt nicht so tragisch, Kopf hoch, immer weiter nach vorne gucken. Und dann wird das hier sicherlich eine nette und lustige Sache. Ja, ich nehme jetzt heute am Sonntagabend auf. Und da ihr dann am Montag ja dieses Video hier seht, habe ich am Sonntag nicht gestreamt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn meine Jungs gehen auf Klassenfahrt und da ist hier sowieso Tuba-Buba im Haus. Alle gehen etwas eher, denke ich mal, auch ins Bett. Und dann kann ich auch nicht so super hyper spät hier meine Aufnahmen machen. Und deswegen habe ich mich da auch zu entschieden, heute keinen Livestream zu machen. Wir waren auch ein bisschen länger weg. Also es hätte sich alle von der Zeit her nicht gelohnt. Und wäre dann irgendwo, wäre so eine ganz enge Kiste geworden, da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Denn wenn, dann will ich das schon ganz entspannt für uns alle haben, also sowohl für euch als auch für mich. Ja, ich muss das dann auch ganz chillig haben und nichts um mich rum haben, so einfach freie Zeit, über nichts anderes nachgedacht, schön mit euch ein bisschen Clash of Clans spielen, ein bisschen Unterhaltung haben, ein bisschen nett was machen. Und so trage ich zur Community bei, die Community trägt zu uns YouTubern so ein bisschen mit bei. Und da macht das sicherlich mehr Spaß, als dass es jetzt irgendwo so verkrampft gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, ja, mein Stream gestern war ja blöde, ich muss den heute unbedingt nachholen, um den nachzukommen. So war das ja jetzt letztendlich auch nicht. Ich habe gestern eigentlich, als ich das gesagt habe, hole ich heute vielleicht nach, habe ich eigentlich im nächsten Moment gedacht, ach, kannst du gar nicht machen. Hier wird so viel los sein, dass du es gar nicht schaffst. Aber der König Vegeta hier 1 auf 1, schöne 3 Sterne hier gemacht. Ja, hat sich auch eigentlich rauskristallisiert, dass er hier ein relativ stabiler Angreifer im RH10-Bereich ist. Die Helden könnten mal ein bisschen was vertragen. Also King, mach ein bisschen was, schraub ein bisschen was an deinen Helden. Denn irgendwann wird es mit denen nicht mehr reichen. Und dann stehst du da. Hast es versäumt und machst dann irgendwann nur noch 2 Sterne, weil einfach die Gegner für dich zu schwer werden. Und der hier war jetzt natürlich nicht zu schwer, weil es auch ein Rathaus 9er war. Ja, die Kollegen drüben hatten zwar 10er und 11er, aber alles Engineering 10er, 11er. Und deswegen ist es hier oben ein Rathaus 9er auf Platz 1 gewesen. Ja, das war also die beste Base hier. Und mit der höchsten Wertung, ich weiß gar nicht, was er für Helden hatte. Aber er hat auch angegriffen. Ich glaube, einer oder zwei haben aus dem anderen Clan dann auch nicht mehr angegriffen. Brauchen sie auch nicht mehr. Haben ja alles die unten mit ihren Minern erledigt. Also schade, macht nichts. Wir gucken aber weiter nach vorne. Und sind ja aktuell schon wieder in der Suche drin. Habt ihr gerade gesehen. Was spielen wir? Wir spielen so einen niedlichen 15er. Okay, kann man mal machen. Finde ich aber eigentlich traurig. Auch hier kristallisiert sich das ein bisschen raus, dass viele nicht da sind. Und ihr habt das im Kommentar oben gelesen in unserer Clan-Beschreibung. Wir sind jetzt nicht mehr der kleine Clan. Ich habe das auch geändert. Wir sind jetzt ein ganz normaler Clan. Ja, Clan Level 5. Und 15 von 43 spielen hier CK. Also auch hier viele Rot. Wir werden wieder aussortieren. Ganz, ganz sicher. Also das hier ist auch kein Trauergelände. Und ich bleibe aber diese Woche ein bisschen beim Two Warriors 1 Clan am Ball. Und habe auch noch so ein bisschen mehr in der Woche vor. Aber lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Toto. Clash.